Wir schreiben das Jahr 2023. Der 9.11., ein herbstlicher Tag. Die Handbremse wurde gelöst. Servus Freunde, was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt es richtig gelesen. Ich möchte mich an dieser Stelle an BTM und sonstigen Sachen auf diesem Kanal komplett entfernen, auch in meinem Leben, als Disclaimer, dass ihr Bescheid wisst. Was ich noch sagen wollte, jetzt geht's ab ins Gym. Let's fetch. Wie kommt's? Wie? Dass es jetzt soweit ist? Ich habe mit verschiedenen Urologen gesprochen, mit 3 Stück sogar, die mir alle das Gleiche gesagt. Das, was ich vorhabe, natürlich ist alles natürlich jetzt fiktiv, ne, ist alles reversabel. Das heißt, wenn ich anfangen würde, ist alles umkehrbar am Ende vom Tag. Also, wenn man das eine nimmt, kann man was anderes nehmen, damit das andere wieder zurückkommt, ne? Kann man so sagen. Dann habe ich mit, natürlich fiktiv, mit der Mama, Papa, Familie, Schwiegervater, Eltern gesprochen. Und die waren auch der Meinung, ja, dann mach's ohne Einfrieren jetzt, ne? Ich habe noch was Eingefrorenes dort vor Ort. Hat zwar nur 2%, aber ja, jetzt kann man quasi auf der Autobahn fiktiv Gas geben. Und diesbezüglich werde ich jetzt meine Tüte. Freunde, ich habe jetzt, also ich nehme jetzt den Sport noch ein Stück ernster, aber es, klar nehme ich den Sport allgemein ernst. Ich nehme mal ganz die Subs zur Seite. Ich habe hier ganz unten, oder hier, Meal Prep. Ich mache jetzt auch so einfach Meal Prep jetzt wieder. Ne? Alles richtig, alles perfekt angehen, Vollgas geben, damit man jetzt die Welt schocken kann und ich alle zum Zittern bringen. Let's go. Willst du dich nochmal rein in deine Haare machen? Das sagst du erst jetzt. Ich habe jetzt meine Freundin mal beobachtet, wie sie das Ding hier macht. Sieht das bescheuert aus, Alter. Jetzt denk mal, ich habe lange Haare, ne? Hallo Freunde, euer Pumping Head schon hier. Ich fühle mich wie Spider-Man. Spider-Man im Venom-Anzug, Alter. Geil. Okay, los geht's. Let's go. Warum der schwarze Anzug eigentlich? Weil ich auch jetzt sagen werde, dass ich auf der dunklen Seite da mache. Timmy, du musst weggehen. Timmy, du musst ohne Spaß weggehen. Ich bin jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Du stehst auf der dunklen Seite der Macht, bist du nicht. Darfst du noch gar nicht. Dein Sperma ist doch noch gar nicht fresh. Was ist mit deinem Sperma, Junge? Ich bin auf der dunklen Seite. Ich wollte dich gestern gerade anrufen, ich wollte ein Video mit dir dazu drehen. Ich glaube, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Es ist schon zu spät. Nein. Doch. Die Handbremse ist gelöst. Ach nee, Junge, Alter. Aber, wirklich, mach mich nicht schwach. Wir sind doch gerade beim Battle, Alter. Janis, es ist kein Spaß. Hast du wirklich, was hast du denn gemacht? Hast du dir irgendwas reingedrückt? Die Handbremse ist gelöst worden. Hat dir deine Frau ein Zäpfchen in den Arsch geschoben, oder? Fiktiv, theoretisch, ja. Aber Johannes, es ist ganz wichtig. Ja. Es muss noch offiziell erst nächste Woche, Sonntag, kommt dieses Video hier. Ja, okay. Bis dahin muss alles geheim bleiben. Das heißt, die Truppe darf jetzt theoretisch wissen. Darf nichts wissen. Und wenn die es wissen, ja, darf ich habe mit Mandy gesprochen, wenn die das verraten, bekomme ich deren Black Week. Das finde ich gut. Oder deren Code wäre abgezogen, wenn sie das, wenn sie im Leben irgendwas haben. Ja, nur Code wird gesperrt, gut. Es ist aber ich meine, ohne Scheiß, wir müssen nächste Woche ein Video drehen, weil ich habe etwas, was ich mit dir besprechen muss. Und das meine ich wirklich, das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mir das schon in meinem Handy notiert. Wir müssen miteinander reden. Das meine ich todesernst. Ich war nämlich letztens bei Johnny zu Besuch und wir hatten ein paar Themen besprochen. Und ich sage, naja, mehr seht ihr auf meinem Kanal. Weißt Bescheid. Machst du das Bett mit oder was? Ja. Aber es ist dann aber Schummeln dann auch schon, oder? Ja. Das ist dann aber Schummeln. Nö, wir gehen jetzt gleich nochmal raus, machen ein Foto mit Johannes. Wir haben gerade gedreht für Johannes. Wir haben gerade für Johannes ein Handgrip-Mix gedreht. Also er hat mir vorhin nicht geglaubt. Also ich habe ihn gerade mal angesprochen, also es war eh nur Spaß. Ich so, ja klar, also, aber ich habe es so getan. Also, er dachte wirklich, es ist Spaß. Nach der ganzen Zeit und nach dem Trouble, den du ja eigentlich damit hattest, ist es verständlich. Es war kein Spaß. Ja, warum hast du dich mit mir abgesprochen? Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Normalerweise hast du dann bei YouTube eingegeben. Achtung, der will rausfahren. How to make an injection? Ja, wo hast du den? Wo hast du den? Komm weiter, der will rausfahren. Wo hast du den Pfeil reingehauen? Intraglutal? Intramuskulär. Rechts.
Geschichten. Das habe ich auch schon vorhin in die Kamera gesagt. Ich habe schon mit 3 Urologen gesprochen, mit einem habe ich telefoniert. Hast du dir HCG, dann wird deine Spermien besser? Was ist denn mit deinem Sperma, Alter? Das ist ja die Sache. Es ist ja alles reversabel. Reversibel? Ja, natürlich. Dann hättest du aber auch schon die ganze Zeit anfangen können. Ja, aber ich wollte... Ja, ich weiß. Aber das Problem war, ich wollte es nochmal richtig bestätigt haben. Und jetzt habe ich eine richtige Bestätigung bekommen. Bis ich jetzt erst anfange, vergeht wieder ein halbes Jahr oder so. Finde ich nicht gut. Wie gesagt, Video gibt es auf meinem Kanal, weil ich mache Ansage. Ich mache wirklich Ansage, Johnny. Ich habe es jetzt mit Lars eben auch nochmal erlebt. Ja. Ihr wollt alle Bodybuilding machen, aber ihr seid es nicht. Ihr fühlt es nicht. Bodybuilding ist stumpf, professionell. Bei deinem Lifestyle auf gar keinen Fall. Schaffst du nicht. Man hat es aber in Orlando gemerkt. Ja, Johnny ist sehr, sehr strikt. Johnny hat nicht einmal irgendwas anderes gegessen. Nichts. Nein, ist ja richtig. Hat ja, nur durchgezogen. Ja, ist richtig. Aber das ist es noch. Damals nicht. Hätte ich was gegessen. Sicher, weiß ich auch. Du hast eine tolle Entwicklung bisher hingelegt. Das muss man wirklich sagen. Du hast ein Gefühl für Lebensmittel bekommen. Du schaffst es zu improvisieren. Aber ich bezweifle ganz klar, jetzt ob man mit Improvisation an die Spitze kommt. Wir reden später. Wir quatschen später. Ich drehe mit dir ein Video. Genau das Thema. Können wir noch ein Thumbnail machen, wie du auf meinen Arsch zeigst? Ja. Okay, super. Ah, who the fuck are you? I'm black. Black who? Black week. The black week, okay. And how much can I save? Up to 70% of all subs. 70%? Ah, that's crazy, my son. And how do I save the money? Code Johnny. The code Johnny? Ah, terrific. My name is Priest Soriano, by the way. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, have a good day. Deswegen ist total süß, dass wir denselben Hoodie anhaben. Ich bin bei Timo Ace, da gibt es auch eine Black Week Aktion. Beides maximal mit Code Johnny. Bis, ich glaube auch bis 70%. Echt crazy. Und was ich gerade lesen habe, ich konnte es gar nicht fassen, dass manche Leute einfach diese Pullis auf eBay verkaufen. Und zwar teurer, als sie gekauft wurden. Also, sind die ausverkauft? Jeder, ja. Ja. Aber die kommen jetzt wieder. Ich glaube, die sind wieder am Start. Es ist schwer, mich warm zu werden, weil alle GGD besetzt sind. Aber wenn ich langsam so anfange, sehen wir gleich. Gestern zum Beispiel bei der Pump geisteskrank. Was mir jetzt gerade wichtig ist, ich ball jetzt nicht das maximalste Gewicht, sondern versuche das meinen Körper mal zu fühlen. Vor allem auch diese Übung, die habe ich gar nicht bei mir im Fitnessstudio. Aber einbeinige Beinpresse ist was Geiles. Unilateral zu arbeiten ist was Geiles. Vor allem mit meinem linken Bein kann ich eh keine richtigen Kniebeugen. Ich kann Kniebeugen machen, aber ich habe so ein Hip-Shift. Das bedeutet auf jeden Fall, dass meine Hüfte sich zur Seite bewegt, weil irgendwas blockiert ist oder irgendein falscher Hebel am Start ist. Das heißt, meine Beinpresse ein bisschen ballern. Dann mal schauen, was hier noch so geht. Wozu ich mich jetzt jedes Mal zwinge, sind Partial Reps. Scheiß auf, Alter. Scheiß auf. Reps in Reserve. Fuck it, Alter. Ehrlich. Das war mein Gedanke schon immer. Thick Reps in Reserve, Alter. Mach dich kaputt, dann ist gut. Bin nicht science-based, ich bin Johnny Cock, ich baller einfach. Und das haben andere immer damals so gedacht, so, dass ich damals schon auf Stoff bin, weil ich halt einfach baller und halt einigermaßen gut aussehe. Ne? Bestes Video war damals halt William und Co. Ein paar andere Leute auf mich reagiert. Nett über der Stoff, so war das, glaube ich. Und dann haben die damals schon so gesagt, nee, der Typ, der rudert 220 Kilo, ist noch dabei so stark und sieht so aus, der ballert einfach so wie Markus Rühl. Ja, und das hat halt bei mir funktioniert. Und so wird es auch weiterhin funktionieren. Ich hab schon gespürt, was passiert. Dieses was. Das kam einfach wie ein Video. Da hab ich gesagt, was, was. Was, was, was. Was, was, was. Was, was, was. Okay, das war sehr unangenehm. Das war sehr unangenehm. Das war zu viel was. Aber die Karten haben sich geswitcht. Wir kommen auf der dunklen Seite. Thank you, my brother. Ah. Hab ein bisschen gebraucht, aber hab ich verstanden. Wie weit aufgedehnt bist du, kannst ja schon Spagat. Ich konnte mal Spagat. Pass auf, mach jetzt bitte nicht fürs Video. Mach bitte nicht, ja. Okay. Oh, das sieht stabil aus. Ich konnte mal komplett, ja. Ja. Hab ich auf der Bühne gemacht und dann ist mein Beinbizeps abgerissen. Echt? Ja. Was? Was? Oh. Fuck. Ich habe damals mit Johannes hier als erste Übung beim Beuger gemacht. Jetzt mache ich mal Fußdeck. Ich habe gerade mal 80 Kilo, 85 Fußdeck, alles einbeinig. War da auf jeden Fall echt krass rein. Einbeinige Beinbeuger. Richtig geil. Dann machen wir Beinstrecker. Nicht unilateral, sondern lateral. Ja, Mann. Geil.
Bier. Acht. Neun. Das lange Warten hat sich jetzt endlich gelohnt. Manche haben auch den Glauben aufgegeben, haben manche Leute auf William geschrieben, wo wir in Orlando waren. So, ich dem Volk, dem Boss, weil der labert eh nur Scheiße. Freunde, ich habe echt darum gekämpft. Ich habe darum gekämpft, Termine abgewartet, der ganze Scheiß. Erst die Leute, die großes Maul hatten, haben gesagt, mach's nicht. Fuck you. Jetzt baue ich meinen nächsten Satz. Ich habe das Gefühl, dass allgemein einfach mehr Druck durchgehend auf den Beinen ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, hier auch im Arschbereich ist alles irgendwie voller als sonst. Wenn ich einfach gerade Pause mache, als würde ich gerade auf meinen Arschbacken sitzen, so fühlt sich das auch nicht mal. Fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Was bei mir jetzt auch wichtig ist, dass ich jetzt durchgehend, nicht jetzt durchgehend, nicht jetzt 24-7, aber halt so meine Muskelproteinsynthese schon ausnutze, die ich jetzt durchgängig zur Verfügung habe. Das heißt, Eiweiß ausnutzen. Ich habe jetzt einfach ein Isoclear mit eingenommen, mit eingepackt. Ich trinke wirklich normalerweise nie Isoclear beim Training, Freunde. Nie. Aber um mal so zu zeigen, dass ich das ganze Thema ernster nehme, auch alles richtig machen will, gönne ich mir jetzt ein bisschen Isoclear. Wird direkt vom Körper aufgenommen, muss nicht verdaut werden. Perfekt. Kick it, Junge. Komm hoch. Bam. Oh. Mehr. Come on. Okay. Ah. Scheiße, du wirst natürlich das Problem bekommen, dass du mit sehr, sehr schweren Gewichten trainieren wirst, ne? Ich weiß. Also das... Und das ist dann auch alles auf die Gelenke und da muss ich vielleicht was für die Gelenke nehmen und sowas. Naja, Collagen Peppers nimmst du schon, UC2 nimmst du auch. Trainierst halt auch schön, schön lange. Also Sehnenbänder haben ja schon Zeit gehabt, ne? Ja, du wirst ja nicht exorbitant viel stärker werden, aber 200 wirst du in zwei Monaten, Ansage zwei Monate, ohne sie spezifisch überhaupt zu trainieren, weißt du, ich meine? Brauchen wir deine Hilfe, Bro? Was brauchst du? Mal eventuell eine Wiederholung helfen. Soll ich eine Hand anlegen, oder? Soll ich mal festhalten? So, mein kleiner Zeh ist immer noch gebrochen. Das fuckt mich so ab, Alter. Viel Scheiben. Nimm dir direkt über meine Worte also, nach, die ich auf Cam gesagt habe. So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Und ich hoffe, ihr nehmt die ganze Sache jetzt auch ernst, so wie ich auch. Ja, schon die ganze Zeit genommen habe. Ich habe nur warten müssen die ganze Zeit, ehrlich. Und das war lange warten, hat sich gelohnt. Und jetzt bitte jedes Mal am Start bleiben, einfach Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wann das nächste Video kommt. Ich glaube, die nächsten Videos werden ziemlich spannend, weil ich euch auf meinen Weg natürlich mitnehme. Und ich bedanke mich herzlich bei euch. Und wir holen das Maximale raus. Ihr wisst Bescheid. Nicht vergessen, wir haben noch die Black Week. Einmal bei OAS, bei ESN. Maximal sparen. Danke für euren Support. Liebe Grüße gehen raus. Euer Johnny Cock. Out. Ich wollte dir sagen, das René steht jetzt gerade wieder hinter der Kamera, ja? Und zwar möchte ich dir was mitteilen. Ja, du hast eine halbe Tablette zu dir genommen von verbotenen Substanzen. Nein, aber die Handbremse ist gelöst. Okay. Ja, ohne Spaß jetzt, Heiko. Ja, ich höre schon, du hörst dich ganz anders an. Heiko, ohne Spaß. Die Handbremse wurde gelöst. Ja, geil. Seit wann bist du denn neun? Also heute ist dann der vierte Tag am Abend. Aber sagen wir dritte Tag einfach jetzt, ja. Dann musst du jetzt schon 300 auf der Bank drücken, Alter. Ich werde so oder so mehr drücken als du. Mehr als die 270, oder? Na, hoffe ich doch. Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich doch. Das wünsche ich dir sehr von Herzen. Danke dir. Heiko, möchtest du wissen, was ich fiktiv natürlich als Vorstellungskraft zu mir nehmen würde? Oder tue? Du machst jetzt auf Selbststeller hier am Telefon, oder wie? Nö, nicht Selbststeller. Ich möchte dir nur vermitteln, welche Art und Weise ich das Bodybuildings professionell angewendet habe als Zusatzmittel. Als Supplement. Na, dann vermittel mal. Ich hab... Ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt Kindergarten für dich, oder? Nein, das habe ich noch nie gehört, dass jemand so hoch dosiert, Alter. Du bist der Bring dich bloß nicht um, Junge.